So, meine Freunde, da habe ich zu spät Play gedrückt. Es geht auch schon direkt los mit der nächsten Folge. Wir haben nämlich ein Video. Da ist der Loki. Steine, ich brauche alle kosmischen Steine, die ich kriegen kann. Okay. Meine Arbeit macht Fortschritte. Macht schneller. Dr. Doom, Ray of Doom. Wie war das? Und darauf werde ich reduziert? Ja. Mich für meine Pläne auf jämmerliche, sterbliche Kreaturen zu verlassen? Auch wenn er einen Kohlenthron und ein Metallgesicht hat. Boah, wie geil, ja. Ey, da, wenn ich das damals gekriegt hätte als Kind, ne? Boah. Ich wäre sowieso schon so voll der Lego-Suchti, ne? Aber das. Jungs, Mädels, ey. Ich glaube gar nicht, wie neidisch ich euch noch bin. Zu diesem kosmischen Stein, den ich geschickt habe? Ich brauche Hilfe. Ist Tony Stark da? Der arbeitet an etwas anderem. Ich habe noch einen Avenger hier. Ich bin eigentlich der erste Avenger, naja, Sir. Hast du Erfahrung mit theoretischer Quantenmechanik und exotischen Energiequellen auf Nanobasis? Ich hatte eine 1+ in Geschichte. Uns wurde bestätigt, dass noch mehr dieser Steine im offenen Meer niedergegangen sind. Hill, ich brauche ein Shield-Forschungs-U-Boot, um die kosmischen Steine einzusammeln. Cap, du und Reed Richards, ihr begebt euch zum Baxter Building und helft, wo ihr könnt. Ja, so langsam hinterher. Allein verkaufen. Wie geil. Hill, noch was Wichtiges. Mittagessen. Ich nehme Shawarma. Star kennt einen guten Laden. Das gibt's wirklich übrigens, ne? Ich habe das in dem Film mal gesehen und das habe ich tatsächlich auch mal gegessen. Das ist sowas wie so ein Döner. Schmeckt super episch. Oh, wie geil das aussieht. Aber ist nicht ganz aus Lego. Aber das kriegt man mit Sicherheit auch hin. Ich hätte das damals gebaut, glaube ich. Weiß ich nicht. Vielleicht. Männer, wir brauchen euch beim Baxter Building. Und zwar pronto. Direktor Fury möchte so viele Informationen über diese kosmischen Steine wie nur möglich. Ach so, jetzt spüren wir die beiden. Aha. Okay. Mr. Fantastic. Das ist auch lustig. Ah, lol. Na ja, erstmal gucken hier. Hüpfen. Okay, was kann er noch? Lol. Was ist das denn? Das ist eine Kaffeetasse oder was? Ich geh kaputt. Lol. mit Folge dem Hilfus Grummus zum Skydive. Ja, ich will mich umgucken. Ich kann nicht. Ich muss gucken. Alles gucken und kaputt hauen und überhaupt und das und jenes und was? Na los. Das ist ja auch geil. Hallo. Entschuldige, ich wollte dich nicht. Ach du Scheiße. Ob das der Arzt retten kann, ich weiß ja nicht. Der kann ja echt alles kaputt haben. Es gibt alle Steinchen, das brauche ich mit Sicherheit. Deswegen, ich muss hier hauen, ich muss hauen. Macht euch keine Sorgen, dass ihr zu wenig seht. Ich werde noch schön viel. Oh, was kann man hier machen? Bringt das jetzt hier? Irgendwie. Nix. Ich sag mal wieder raus. Ja. Gut. Egal. Da noch rüber. Das kaputt hauen. Kaputt hauen. Was ist denn eigentlich ein blauer Stein? Ich habe ein bisschen die Nase noch zu. Ich hatte ja letztens die Mandelentzündung mit leichtem Schnupfen, also verzeiht mir, wenn ich ab und zu mal, ne? Tut mir leid. Ja, ist ja gut. Okay.
Ach so, lol. Ja. Was kann er denn hier eigentlich? Hier müsste doch sein Schild werfen können, ne? Willkommen im Kommandozentrum des Helicarriers. Cool, was? Du kannst Missionen wiederholen, wenn du sie auf der Zentralkonsole auswählst. Ach, siehst du, da kann man sie wiederholen. Sehr gut. Damit ist dann meine Frage von soeben auch beantwortet. Das machen wir einfach wieder kaputt. 1000 Stücke. Mache ich immer so, wenn ich zu neuen Leuten irgendwo hinkomme. Ja, erstmal direkt die ganze Innenrichtung kaputt hauen. Kommt besser. So machen muss man das machen. Oder nicht? Also, weiß ja nicht. In mir wohnt ein kleiner Hulk, so nach dem Motto. Nein, natürlich nicht. Ich bin ihn ganz lieber. Hallo. Entschuldigung. So. Was gibt's hier noch? Was umsonst? Was geschenkt? Steine, Steine. Alles kaputt machen. Sag nicht, ich kann hier alles. Nee, ich mache jetzt hier nicht alles kaputt, oder? Es gibt zwar alle Steinchen, aber nee. Was ist jetzt los? Geh doch mal aus deinem komischen Modus da raus. So Geräusche machen. Also wenn ich hüpfe, mache ich nicht so Geräusche. Was ist hier los? Kann ich mit dem reden oder was? Platsch, platsch. Sorry, Fury, wir wollen alles neu bauen. Ach, wie geil. Achso, das muss ich Dings, dann kann ich das so markieren. Wie geil. Wie geil ist das denn? Ist krass. Zack, 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 zack. Entschuldigung. Ja, wir haben jetzt genügend Steinchen gesammelt. Ich brauche die wahrscheinlich noch nicht mal. Aber Hauptsache, ich habe schon 96.000 davon und wir haben gerade angefangen zu spielen. Oh, das muss ich kaputt hauen. Das sieht gut aus. Die Luzi. Nee, du brauchst dich nicht in eine Kaffeetasse verwandeln. Kannst du sein lassen. Der Brunch ist vorbei. Ich muss aber doch bestimmt hier irgendwie zu Fury hin, oder? Ach, guck mal, da unten ist eine Map und ich Depp such die ganze Zeit. Oh. Ja, ja. Mach kaputt, ja. Was willst du trinken? Nee. Hier kannst du ja echt alles kaputt haben. Was kann man hier machen? Nee. Hallo? Schlangen. Warum ausgerechnet Schlangen? Ich hasse die. Wie sind die überhaupt an Bord Schlangen? Gekommen? Direktor Fury hat ausdrücklich gesagt, bring jede Schlange. Der macht den Hals lang. So genau weiß ich den Wortlaut nicht mehr. Kannst du mir helfen? Ja, kriegen wir hin. Schlangen. Warum ausgerechnet Schlangen? Ich hasse die. Wie sind die überhaupt an Bord gekommen? Direktor Fury hat ausdrücklich gesagt, bring diese Schlangen von diesem verdammten Helicarrier. So genau weiß ich den What the fuck? Captain America! Nein! Sollten wir die nicht... Töten wir die jetzt? Das hat doch irgendwie keinen, oder? Weil wir die nicht sammeln? Na gut, dann hauen wir sie mal weg. Vielleicht bringt das ja auch was. Platsch. Hau weg die Luzi. Oh, danke, Mann. Oh, wer kein Problem, weiß, Mann. Was diese ekligen Schlangen für ein Chaos angerichtet hätten, wenn die hier frei herumgekrochen wären. Alles voll mit Superhelden, aber... Hey, ein goldenes Steinchen. Er hat sogar was gebracht.
Was? Wer bist du denn da oben? Habt ihr den gerade gesehen? What the fuck? Also ich kenne auch nicht alle Super Marvel hier, ne? Helden. Von daher entschuldigt, wenn ihr so... Da. Lol. Seht ihr das? Das scheint wahrscheinlich irgendwas zu sein, was ich machen kann mit jemandem irgendwie, der sich unsichtbar macht oder so. Weiß ich nicht. Was willst du hier? Oh, Entschuldigung. Ich helfe dir. Ich fahre immer so. Wenn ich nicht einmal ein Jet-Teil nach Hause bringe, ohne meinen guten Schraubenschlüssel kann ich den niemals rechtzeitig reparieren. Ich weiß einfach nicht mehr, wo ich ihn hingelegt habe. Kannst du ihn für mich suchen? Sonst wird Direktor Fury noch zur Furie. Fury wird zur Furie, jawohl. Kriegen wir hin. Kommt jetzt die Frage nochmal oder was? Ja, es reicht doch, wenn du mich einmal fragst. Ohne meinen guten Schraubenschlüssel kann ich den niemals rechtzeitig ja, reparieren. Sonst wird der Fury zur Furie. Nicht, wo ich ihn hingelegt habe. Kannst du ihn für mich suchen? Sonst wird Direktor Fury noch zur Furie. Das sollten wir hinkriegen. Entschuldigung. Aber ich bin der Meinung, du hast den da. Du sollst den. Ja. Wir suchen das dann. Entschuldigung. Was? Ach, guck mal, da wird doch ein Pfeil angezeigt. Ist das da oben drauf, oder was? What the fuck ist mit dir denn? Ach, das ist Deadpool? Geil, gib mir Deadpool. Ich will Deadpool. Da ist der. Schraubenklabulitzki-Schlüssel. Was ist jetzt? Das ist eine Deadpool-Quest oder was? Ohne den wäre ich verloren. Hier, das habe ich gefunden, als ich die Triebwerke gereinigt habe. Du kannst behalten. Was denn? Ah, wieder ein goldenes Steinchen. Sehr gut. Was hat das mit Deadpool zu tun? Das da oben, das interessiert mich auch. Aber sobald ich da hingehe, flüchtet der. Der da jetzt. Der war doch gerade da, oder? Schon wieder. Ja. Zack, zack. Alles mitnehmen, alles mitnehmen. Was ist denn mit euch hier? Hallo? Geht nix? Nö. Irgendwie nicht. Ja, dann würde ich doch sagen, gehen wir mal darüber. Ja, ein bisschen Rumgesuche jetzt hier auch irgendwie. So. Bin ich da nicht hin, oder? Nee. Die Kamera sich auch nicht so wirklich mitdreht. Ich muss doch da vorne hin, oder nicht? Nee. Ja, schon wieder nicht. Das ist immer sehr gut. Oder ist das für mich ein Wegweiser? Nee. Wo müssen wir hin? Bei Start nicht gucken? Nee, kann ich auch nicht gucken. Kontrollraum. Und hier rein? Nee, kann auch nicht. Hoch. Wo ist denn Fury? Muss der hier nicht rumstehen? Ach, guck mal. X. Lalala.
Müssen wir das jetzt machen? Nee, das ist der nächste jetzt, ne? Ich hoffe doch. Ach, ich bin so verplant. Die Grand Central Station ist eines der Wahrzeichen New Yorks und gilt seit der Eröffnung 1913 als einer der weltweit wichtigsten Verkehrsknotenpunkte. Mhm. Was? Schon wieder? Das haben wir doch schon gemacht. Okay, ihr Boy. Ich hab das jetzt übersprungen, Entschuldigung. Willkommen zurück in New York, Gentlemen. Nee. Was für ein Chaos. Ich will das doch nicht nochmal machen. Nicht eben erst aufgeräumt? Wieso denn? Was denn? Nein. Och nö. Wieso denn jetzt hier nochmal? Man kann doch hier... Zurück nach New York City. Level verlassen, machen wir das einfach mal. Ich glaube, wir wollen das ja jetzt nicht wiederholen. Also das bringt uns ja nichts. Ach ja, das ist immer das, wenn man ein Spiel blind spielt. Aber das ist ja eigentlich auch das Schöne, oder? Wenn du in ein Fahrzeug sitzt, dann verwende Beschleunigung B. Du kannst auch... Okay. Lad schneller. Also. Ich sollte doch hier zu irgendeinem Carrier. Wahrscheinlich in irgendeinem von denen hier. Männer, wir brauchen euch beim Baxter Building, und zwar pronto. Direktor Fury möchte so viele Informationen über diese kosmischen Steine wie nur möglich. Ja, wollen wir da runterspringen jetzt, oder was? Gibt's hier mehrere Möglichkeiten, da hinzukommen? Oh Gott, ich bin so verplant. Kann man hier nicht einsteigen? Ich will da mit dem Ding hier fliegen. Ja, mach kaputt. Genauso steige ich immer ein. Ach ja. Klappt alles so gut. Ah. Oh mein Gott. Ob das so richtig war? Egal. Ah. Hast du Fallschirm? Ich nicht. Weil ich bin Mr. Fantastic, wa? Soll das? Der Fan kommt der fantastischen Pierce-Kohle in der Stadt. Wird nicht einfach sein, mitten in der Menge zu landen. Du hast recht. Lieber im Park gegenüber. Was? Mitten in der Menge? Was? B, um langsamer zu werden. Yeah! Was sagen, wieso mache ich mir den Morgen? Ja. Ich bin ein Superheld. Hallo, Blumen, schönes Feld, einfach kaputt hauen. Na, aber alle müssen wir nicht kaputt hauen, egal. So, was können wir denn hier noch gucken? Eine Telefonzelle? Na, hier folgt die Matrix, oder was? Nee. Oh, ein Eis. Ich will ein Eis. Ja, gut, kein Eis mehr. Ich glaube, da gibt es nie wieder Eis. Ein Schloss. Ja, ich habe auch immer ein Schloss an meiner Tür. Ist also in jedem Park ist erstmal so ein richtiges Schloss, ne? Ist ganz klar. Wie kommen wir da jetzt raus? Jetzt nicht allen Ernstes, dass ich hier alles kaputt hauen muss, oder? Wie die uns hier alle zugucken. Kann ich das hier kaputt hauen und dann irgendwie zusammenbauen vielleicht? Ja, kann ich. Was wird das, wenn es fertig ist? Dieser Durchgang wäre wohl für die meisten Leute zu klein.
Ja, aber nicht für ihn. Ja, dann tu das doch. Aber du könntest da mal irgendwie... Achso, okay. Nicht gedrückt halten, nur einmal so. Okay. Das hätte nicht passieren dürfen. Das Sicherheitssystem muss versagt haben. Mhm. Lass mich durch, wir müssen das Ding irgendwie lahmlegen. Lass mich durch, ich bin Arzt. Können wir das doch bestimmt hier auch kaputt hauen? Zack! Wir berichten live vom Baxter Building, dem Hauptquartier von Manhattans beliebter Heldengruppe, den Fantastischen Vier. Es scheint hier einen Einbruch gegeben zu haben. Zeugen berichten, sie hätten einen lauten Knall vom Dach gehört. Ist das Ding vielleicht einfach nur in der Dusche ausgerutscht? Er macht erst mal eine fetten Bolzenschneider, wie geil ist das denn? In Kürze erfahren Sie weitere Einzelheiten. Hallo, ich gebe dir ein Interview. Na, wie geht's, Süße? Oh, jetzt was für Spider-Man bestimmt. Das sieht doch schon so spinnennetzmäßig aus, oder? Oder was für Iron Man? Das kann doch nicht aussehen. Nee, wer ist der hier? Captain America, so, genau. Iron Man. Ja, wie gesagt, ich bin nicht ein Freund von ihm, von daher. Zack. Ich will, dass du das da oben hinwirfst. Ah, so. Yeah! Haha. Kaputt hauen? Kaputt hauen. Entschuldigung. Braucht doch keiner mehr die Kamera, oder? Quatsch, wir brauchen schon eine Kamera. Die Reporter? Nein. Kann ich da reingehen? Nee. Mit ihm hier kaputt hauen noch? Zack, zack, zack. Kann der eigentlich ein Special oder so? Gedrückt halten? Was bringt das? Flippt der dann total aus, oder was? Nee, irgendwie macht er gar nichts. Sehr gut. Aber wir können jetzt die Leiter rauf. Ja. So. Hier solltest du rübergleiten können. Hier noch. Das erinnert mich irgendwie an GSLAN-Funk, ne? Nee. Und dann, okay. Okay. Machen wir. Yay. Keine Bedienungsanleitung. Ah, da muss ich jetzt dann... Nein! Oh. Ja, kaputt machen hier. Ich kann halt nicht ineinander runterfallen hier. Hoch da. No. Aber was muss ich drücken? Ah, ne? Ah. Oh, nein! Oh, ich bin so ein Noob. Alter, flieg doch! Bist du des Wahnsinns? Willst du mich aufregen? Ich werde zum Hulk. Ah ne, falscher Schalter. Nein! Du Horst eines Horstes, Horst. Tu es doch. So. B. Jetzt X. Klack, 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 klack. Hier. Verdammte Scheiße. Ja, ist mal die alte weggebrezelt. Ja, schön. Nein, es funktioniert einwandfrei. Ja. Es brezelt uns weg. Wer genau es benutzt. Tötet sich das? Aua. Aua. Brauchst Captain America's Schild, um Angriffe zu effektuieren. Okay. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Ich denke, hier wäre dein Schild. Oha. Können wir die auf sich selbst richten? Nee. Können wir die dahin richten? Ah ja. Okay. Das wusste ich, dass das so geht. Ich stelle mich nur absichtlich blöd an, ne? Ist klar. So, Rinder. Also wenn die Folge jetzt hier ein bisschen Überlänge gibt, dann ist auch egal. Ich mache das jetzt einfach ein bisschen weiter.
Das wird zu langweilig. Die obersten 5 Stockwerke des Baxter Buildings gehören den Fantastischen 4. Aktuelle Pläne gibt es nicht, da Reed Richards das Layout seiner Labore ständig abändert. Kenne ich irgendwo, ja. Das mit dem Abändern. Bei mir geht's auch nicht schön genug. Geht immer schöner. Ja, ich aber hoch. Ach, hier, wie heißt er? Haben vergessen. Erfahren wir gleich. Dr. Octopus, genau. Dr. Doom, ich bin's, Dr. Octopus. Ich habe ihn gefunden. Pizza. Wie geil, selbst daran haben sie gedacht. Zerstört sie, Octobots. Ist ja geil. Mich halten diese unbedeutenden Kreaturen nicht auf. Ah, kann ich jetzt hier alles anvisieren und... Der lange Arm des Gesetzes wird dich bilden. Klatsch, klatsch, klatsch. So, hau weg, die Luzi. Oh, hier brennt's. Nein! Entschuldige, dass ich euer Labor zerstöre. Das ist natürlich voll meiner Unabsicht. Falls da wichtige Forschungen waren, ist egal. Kann ich das da nicht so wegbrezeln? Geht das nicht? Aber dir kann ich da bestimmt eins auf die Mütze geben da oben, oder? Geht das nicht? Mal die ganze Inneneinrichtung hier schroten, was ist da los? Klatsch, klatsch, klatsch. Das macht so einen Spaß, ey. Aber du kannst doch bestimmt hier auch irgendwas bauen. Nein, du sollst nicht da wieder in deinen Cafeteria-Modus gehen, ey. WTF, ey. Was denn jetzt? Das sieht immer aus, ey. Ich muss kämpfen. Im Namen aller. Ja, genau, du musst kämpfen, dann tu das doch auch mal. Magnetische Kräfte. Ach so, brauche ich Magnete oder was? Ach ja, okay, okay. Ich begreife. Ich kann nicht alles machen. Ja, sehr gut. Das ist der jahrelange Game in mir. Ich muss immer alles gucken und ausprobieren. Oh, wie geht man darauf? Was können wir hier machen? Nichts! Sehr gut. Ach, das sind doch hier die Angst. Oh, okay. Na gut, das lässt sich da. Kann man damit was machen? Es ist rot, es kann nicht schädlich sein, wenn man drauf rumhaut. Mache ich bei Atomreaktoren auch immer so. Oh, hier kann ich bauen. Nein, du sollst nicht in den Cafeteria-Modus gehen. Bauen! Sieht doch aus wie Cafeteria. Oh, warte mal. Hier da oben kann ich noch... Wo geht das? Nee, geht das mit ihm hier? Nee, geht auch nicht. Zwingen, ja, schön. What the fuck? What the fuck? Macht er sich da zum Megaschraubenzieher? Ich glaub's nicht. Ich fummel da rum. Wie geil ist das bitte? Ich fasse es nicht. Zack. Was kommt
jetzt? Ein ziemlich beeindruckendes Labor, Dr. Richards. Für einen Mann von minderwertigem Intellekt. Minderwertigen Intellekt, ja. Du hast mehr, oder was? Nur weil du deine komischen Tentakelarme hast. Was haben wir denn hier? Oh, das sieht aus, als wenn der sich den da nehmen könnte, oder? Irgendwie nicht. Gut, dann war hier drauf. Ach ja. So. Ich werde jetzt gehen. Auf Wiedersehen. Hörst du das jetzt? Aha. Und dann machst du dazu, oder was? Alter, mach alles kaputt hier. Er geht aufs Dach. Los, nein. Nachkämpfen. Er geht aufs Dach. Nein. Boah. Ich kann aber nicht hier runter. Wieder diese schwulen Scheißgeräte hier. Kann ich jetzt hier nicht? Doch, kann ich. Was bringt das? Ah, da kann er sich wieder durchzwängen. Ah ja. Mhm. Tu das. Ah, dann kommen wir jetzt hier raus. Okay, okay. Drauf, hier auf die Mütze, was ist da los? Nein. Aber warte mal, wir können doch jetzt hier oben, hat er gesagt, mit dem Schild. Aha. Was gibt's denn hier? Gibt's hier noch was? Ich. Was ist denn da? Hau dich weg hier, ich muss da lang, ich bin Arzt. Komm runter. So, hoch da. Und wenn ich jetzt hier das mache, dann kann ich nämlich hier schön lang stiefeln. Tada! Ich bin ja so gut. Unglaublich. Kann ich das kaputt hauen? Nein, benutzen kann ich es nämlich auch nicht. Kann ich es mit ihm benutzen? Nein, erstmal. Oh. Nee, kann man nicht. Oder. Da sind wir hergekommen. Kann man das hier kaputt hauen noch? Nee, kann man auch nicht. Ich versuche mal alles kaputt zu hauen. Erstmal kaputt hauen und dann Fragen stellen. Spider-Man kann seine Netze verwenden, um Griffe zu ziehen. Ja, wenn wir jetzt Spider-Man hätten, dann. Ja, okay, klappt mit ihm auch. Ist ja eigentlich logisch, ne? Wie geil das ist. Was macht er denn da mit seinem Schild? Fallen lassen, oder? Zack. Yay. Alter, wie geil. Ah, jetzt können wir benutzen. Na gut. Sammeln hier. Zack, 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 zack. Hoch da. Hoch da. Was, der ist doof, oder was? Okay. Du hast doof für dich, Captain America, aber nicht bezeichnen. So ein Taktiker. Na gut, Taktik und Intelligenz. Na ja, ist gut. Muss ich jetzt noch drücken? Nee. Okay. Wie geil. Was ist das denn jetzt? Grundsätzlich geht immer alles erstmal alles kaputt. Naja. Gut, dann gehen wir mal dahin. America.
Und wir müssen wieder irgendwas kaputt machen. Bisschen aus dem Fenster schießen hier? Ne, auch nicht. Da auf die Dinger da ist. Doch. Jetzt auf den anderen noch? Okay. Okay. Was kommt jetzt? What the fuck? Ist das der schnellste Weg aufs Dach? Ich nenne ihn den Fantastilift. Fantastilift. Auf jeden Fall schneller als über die Treppe. Oha. Da ist er. Vielleicht sollten wir erst darüber nachdenken. Keine Zeit. Wenn er mit den Teilen entkommt, bekommen wir sie vielleicht nie mehr zurück. Mhm. So, aber ich würde sagen, wir sind jetzt schon ein bisschen in der Überlänge. Ich würde sagen, das Weitere sehen wir dann jetzt in der nächsten Folge.